So, hier ist Roach, ne? Wo ist hier die Bank? Hier vorne, Papa. Vorne. Ach, hier, ne? Hier das kurz Ding, Eier. Ne? Oder? So. Hey, ist das eine Bank? Das ist eine Bank, Papa. Oh, das ist aber sehr freundlich von Ihnen. Guten Tag, Sir. Bonjour, Monsieur. Bonjour. Bonjour. Guten Tag. Hallo. Sekunde. Guten Tag. Gucken Sie mal, verehrte Damen. Was haben Sie davor gesagt? Ich habe Ihnen den Vortritt gelassen. Sie waren zuerst hier. Nee, was Sie da gesagt haben. Olle jour oder was? Bonjour, Monsieur. Was ist denn das? Das bedeutet einfach Hallo. 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 Ja. Ja, hallo. Ja, hallo. Darf ich fragen, was das für eine Sprache ist? Ja, natürlich. Das ist Französisch, Monsieur. Ich komme aus La France. Französisch? Mhm. Europa. Europa? Ja, sehr weit weg. Ich bin fertig. Ja, ich nehme mal kurz rein. Jung, pass auf, der Mann ist aus Französisch, ne? Aus Frankreich. Wusste ich doch. Also 310 haben wir hier. Ja, natürlich. Dann zahlen wir 80 noch ein. Dann haben wir jetzt hier 390. 30 habe ich noch in Valentine, sind 420. Damit haben wir die Kutsche schon zusammen. Tim hat auch noch Kohle. Jim? Okay. Na, was? Jim Appel? Jim Appel. Und dann dein Namen. Jim Appel, Tim. Ja, wunderbar, Tim. Sehr gut. Was? Das war's schon. Ganz ja. Jetzt. Was haben Sie dem Jungen beigebracht? Jim Appel. Einfach nur, wie er heißt, wie er das sagen kann. Jim Appel, Tim. Was heißt das denn? Ich heiße Tim. Ich will das auch können. Bringen Sie mir das auch bei. Ja, sagen Sie es. Jim Appel und dann Ihren Namen. Jim der Belt, oder was? No, Jim Appel. Jim Appel. Ja. Jim Appel. Was heißt das? Ich heiße und dann sagen Sie danach Ihren Namen. Jim Appel und danach sagen Sie Ihren Namen. No, Ihren Namen, Monsieur. Tom, Papa. Jim Appel, Tom. Ja. Ja. Sehr gut. Jim Appel, Tom. Und wie frage ich, wie heißt du? Ja, ich muss schnell in die Bank. Ja, kauf dir ein Wetter. Ja, wiedersehen. Ja, Französisch ist schön, ne, Junge? Ja. Ja. Also ich meine die Sprache, ne? Ja, das stimmt. Ja. Da musst du aber schnell weg, wa? Da musst du, glaube ich, dringend los. So, warte, ach so, komm her. Komm her, du Betziger. Ja. Lass uns mal ein bisschen leiser reden. Papa hat jetzt hier Kutsche zusammen. Was hast du? Ja, ich habe hier 390 und 30 in Valentine sind 420. Kutsche ist bezahlt. Warum hast du so viel Geld, Papa? Ja, weil Papa auch viel arbeitet, du Betziger. Ich aber auch. Wie viel hast du? Ich glaube, ich habe jetzt hier nur 110 Dollar. Wie viel? Rudi. Guten Tag, Sir. Was kenne ich doch. Ich kenne mich auch irgendwo hier. Ja, ich erkenne sie doch an ihrem fashion Schnitt. Ja. An meinem was? An ihrem fashion Schnitt. Feuchten Schnitt? Der Junge meint, sie wären feucht im Schritt. Ach, du meinst meine wunderschöne Haare? Also. Genau, die Haare. Ich dachte, du meinst, sie wären feucht im Schritt. Nein, Papa. Und du bist dein Papa? Und ja, der kleine Scheißer. Ich. Du kein Scheißer. Allemo Dom. Was? Wir hatten gerade einen Franzosen kennengelernt an der Bank. Der hat uns Französisch was beigebracht. Ein paar Wörter. Je m'appelle. Ja. Oh, lieber nicht lernen französische Sprache. Sie verlieren alle Kriege. Oh, nein. Sehr schlechte Sprache. Können lieber Sie mir nicht. Was beibringen auf Ihrer Sprache? Da. Wo kommst du überhaupt her, Sir? Du kannst sagen zu deinem Papa. Ja. Ja. Die Dalbayob. Genau richtig. Was bedeutet das? Das heißt, dein Papa ist gut. Die Dalbayob. Musst du sagen zu deinem Papa. Also. Die Dalbayob, Papa. Da, genau richtig.
da. Ja, das ist gut. Sind Sie hier Sheriff oder was? So. Nein, ich bin Deputy in Sodni. Ach so, Deputy. Da. Ach so, ja. Nur irgendwann, ich werde dann auch Sheriff, mit sicher, da. Vielleicht Marshall. Ich lieber nicht fragen Marshall Freeman, ob ich werde Marshall, aber da, Sheriff, ich was, könnte was werden. Was ist Marshall, Sir? Was ist das? Ist das das ganz du, höher als Sheriff? Du kennst nicht Marshall Freeman? Nee, kenn ich nicht. Marshall? Nee. Marshall, da ist höchst, wie nennen man in dieser Sprache, Instanz, was haben nur von Gesetz. Hallo, also ist so ein Mashallah ist höher als Deputy, ne? Der Marshall ist höher als Deputy und Sheriff und alle anderen auch. Höchste Macht, nun, unter Government natürlich. Okay. Government. Da. Das Government, was entscheiden Gesetze kleiner in diese schönen Staaten? Ach so, die Gesetz machen. Da, richtig, Geber von Gesetz, blöd. Nun, Männer, die mich bezahlen Gesetz? Und sagen, welche Männer ich sollen töten, wenn sie machen scheiße Sachen im Gesetz. Tja, darf ich was fragen? Scheiße. Sie haben gerade Blatt gesagt, oder sie jetzt? Da, blöd. Was heißt das? Blatt? Das ist, schwer zu sagen. Ich versuche mir abzugewöhnen, dieses schlimme Wort, aber nun... Ist das ein schlimmes Schimpfwort? Da, ich schlimme Schimpfe. Du lieber nicht sagen sowas. Nur sagen zu deinem Papa, dass er guter Papa ist. Also, okay. Ja gut, dann wissen wir Bescheid. Okay. Du. Gut, wir müssen aber auch weiter. Ne Junge, wir müssen arbeiten. Wir müssen ja, leider müssen wir so viel arbeiten. Wir müssen nämlich noch die Beerdigung von seiner Mutter bezahlen, Joe. Ui. Ja, seine Mutter ist vor ein paar Tagen gestorben und wir haben nicht so viel Geld und der Pastor in Valentine, der möchte da 15 Dollar wirklich? Für haben. Ja. Er möchte viel Geld haben. Ja, 15 Dollar und wir haben leider nur 7, fehlen uns noch 8 Dollar und jetzt muss ich den armen Jungen schicken, dass der Steine kloppen geht. Hier, nimmst du 15 Dollar. Aber ich habe das... Ja, danke schön, Herr. Wirklich, das ist... Das ist sehr lieb jetzt von Ihnen, danke. Keine Probleme, ich mir kümmere sehr gerne um kleine Scheißer. Ja, das ist wirklich nett von Ihnen. Das ist sehr nett von Ihnen, der sehr gütige Herr. Dankeschön. Keine Probleme, Herrschaften, passen auf. Wir werden für Sie beten, ja. Da, beten für mich. Möge der Herr mit Ihnen sein, Joe. Da, mit Ihrer Und ich hoffe, dass Sie irgendwann die größte Instanz werden. Ja, dass Sie der größte Mashallah werden hier. Dankeschön. Ja, ich drücke Ihnen die Daumen. Ja. Danke, drücken, danke. Da weiter, gehen weiter, machen deine Arbeit. Danke, vielen Dank, Sir. Schönen Tag, den Herrn noch. Danke, dir auch. Komm, Junge, jetzt kann man einen Grabstein bestellen gehen. Oh, endlich hat die Mama auch einen Stein auf dem Kopf. Ja. So. Oh, das ist aber nett von dem Herrn. Guten Tag, Sir. Guten Tag, ja. Oh, das ist aber eine hübsche Lady. Wer ist denn das? Entschuldigen Sie, Miss. Entschuldigen Sie bitte, junge Frau. Miss? Sie haben aber einen hübschen Hut. Sie hat einen schönen Hut auf, ne? Oh, da drunter ist aber... Uff. Junge, was ist denn das? Das habe ich nicht gesehen. Warte, schau mal Geld rein, warte mal. So. So. Tim? Ja, Papa. Ja, gut. Damit ist die Kutsche bezahlt, ne? Das nächste Mal ziehen Sie ihn höher, damit man sie nicht ansprechen tut. Lass die Frau in Ruhe. Ja, aber die zieht absichtlich den Hut mitten in ihr Gesicht, damit man so erst ganz spät sieht, dass das eine hässliche Krähe ist. Hast du gesehen, was die Holz vor der Hütte hat? Trotzdem eine hässliche Krähe. So, mein Sohn. Ja. Auf zum River hier, zum ausgetrockneten Flussbett. Da sind wir gerade dran vorbeigefahren, kann Ja, wir müssen jetzt mal die Finanzen checken. Wir können jetzt ganz in Ruhe alles angehen hier. Geld ist gesichert. Ja. Ach ja, Maxi, der Pumuckl, der hat ja auch Surrender, noch was gegeben. Das ist ein ganz netter. Wie viel hat er dir denn gegeben? Ja, dir hat er doch was gegeben, 15 oder? $15. Ja. Ja. Ja.
Wo war jetzt nochmal? Hier oben. Papa eingezahlt. Nein, nicht hier. Na. So, auf geht's. Also, Benetton brauchen Salz, Kupfer, Fasertrümmer von Bäumen, Fleisch von Tieren und das Leder von Tieren. Ja. Ja. Mein, mit dem Stoff, was meinen die da, Papa? Dieses Zell. Das sind Fasern, Zell, Junge. Zellfasern. Zellstoff. Zells meinen die, den Zellstoff. Ja. Okay. Was hat der Franzose nochmal gesagt? Wie hieß das? Jim Appel. Jim Appel, ja. Jim Appel. Ja, Jim Appel. Ja. Und wir werden zum Größten. Und der Mann, der eine Sheriff. Nee, Sheriff oder Deputy will zum Maschallah werden, ne? Zum Maschallah, ja. Papa, es ist wichtig, wenn wir Handel machen, dass wir viele Sprachen sprechen können. Ja, das stimmt. Sonst können wir uns mit den Leuten nicht verständigen und die kaufen den viel Herbstzahlen. Halten. Ja, wir sprechen jetzt viele Sprachen. Französisch. Ja. Wenn wir jetzt merken, dass jemand aus dem Frankenreich kommt, dann können wir sagen, Jim Appel Tom. Jim Appel Tom. Ja. 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 Können wir machen. Ja. Oh, und das wenn ist wir ja jemanden aus mal lieber raus für den Whisky. Hochrussischen Kaiserreich treiben sollen. Tim. Whisky, danke schön für den Sub und herzlich willkommen hier bei den Bekloppten. Verstehst und das mit du? Twitch Prime. Vielen, vielen Dank. Danke, Whisky. Danke. Breakcheck, grüß dich. Ja, Papa versteht das. Blöd, ne? Blöd. Blöd, ja. Ja, so wie blöde. Ja, richtig. Warte, Papa macht auch mal das Kärtchen auf. Lass mal gucken. Ja. Aber wir sind ja gleich schon da. Ja. Ich hab diesmal selber, da hab ich mal. Ja, du bist mir du lernst Marke auf schnell, meiner Karte gesetzt. Sunnyline, wie geht's dir? Wenn du nicht mehr so bist. Nee, du bist mittlerweile richtig clever. Seitdem du 12 bist. Ja. Haben die Funken gelernt zu sprühen bei dir im Kopf. Ja, das stimmt. Mhm. Und meine Haare fallen jetzt auch gar nicht mehr so oft aus. Ja, siehst du? Guck mal, was hier schon wieder für Nebel aufzieht. Ich werd bekloppt. Was für eine Suppenküche. Ja, das stimmt. Aber ich glaube, Papa, das liegt auch viel daran, weil ich jetzt immer Mohn kauen tue. Was kaust du? Mohn. Wo kommst du denn an den Mohn? Ja, wenn ich unterwegs bin und da manchmal hier pinkeln gehe, dann wachsen da manchmal kleine Mohnblütchen. Und dann nehme ich mir die in die Tasche. Und ja, wenn Junge, du kannst ja nicht alles in den Mund stecken, was dir in die Finger kommt. Doch, das hilft mir aber, Papa. Und viermal am Tag kaue ich so eine Mohnblume. Deine Mutter hat auch gerne gekaut. Ja, was hat die denn gerne gekaut? Möchtest du drüber reden? Warum nicht? Das sind private Sachen zwischen dir und zwischen deiner Mutter und mir gewesen. Ach, habt ihr mal zusammen gekaut? Was? Die Papa hat nicht gekaut. Na, du hast da ja auch noch nicht so viele Zähne mehr, stimmt. Nee, Papa hat eigentlich nur noch ein paar Zähne. Lass mal zählen. 1, 2, 3, 7 Zähne. Ja. Noch 7 Stück. Ja. Da kannst du ja auch nicht mehr wirklich gut kauen. Ja, das stimmt. Irgendwann hat der Papa gar keine Zähne mehr. Ja. Ja. Das ist nicht schlimm, dann kannst du Breie essen. Ja, stimmt. So. So? So. Guck mal, hier sind wir schon, Papa. Da sind wir schon, genau. So, runter hier. Das ist auch blöd, ne? Warte mal, kann ich nicht mit F6? Andere? Irgendwie ist die Kutsche gerade verbuggt. Ich kann aufs Inventar nicht zugreifen, aber ich kann die auch nicht wegschicken, ne? Ne, funktioniert auch nicht mit Kutsche wegschicken. Schade. So, lass mal hier fleißig hacken.
Oh, hier. So. Kohle. Was ob, Jupp? Muss auf die Vögel aufpassen, die fliegen sehr tief, ne? Ja, ich weiß, da haben mich eben schon ein paar Spätzchen angegriffen. Ja. Pass mal auf, Junge. Ja, pass mal auf, Papa. Okay, haut zu. Papa auch. Okay. Okay. Pass auf. Ja, Papa, pass auf. Was macht eigentlich der neue Stallbursche? Keine Ahnung, ich kann es dir nicht sagen, weil... Ach, Herr. Der hat ja echt $20 bezahlt, dass er da arbeiten darf, ne? Finde ich gut. Hey, wo ist der? Was hat der jetzt für ein Pferd? Was macht... Der hat ein Wildpferd gefangen. Oh, Tim! Ich bin so stolz auf dich, Junge! Schön! Hast du gesehen? Hast du das gesehen, Papa? Ja. Du hast es endlich geschafft, Papa. Guck. Du hast es endlich geschafft. Ja. Schön. Das ist aber hässlich, das Pferd. Ja. Ja. Ist egal. Ich hab's trotzdem geschafft. Ja, das stimmt. Das ist schön. Guck mal, hast du gesehen, wie ich das gemacht habe? Ja. Wow. Das ist so gut gemacht, Junge. Ein hübsches Pferd. Also, wenn könnte sein, meine ich. Ja. Lässt das wieder frei, oder was? Ja, ja, ne? Das lasse ich wieder frei. Ja. Hast du gut gemacht. Ja. Das lasse ich wieder frei. Das kann wieder zurück in die Wildnis gehen. Ja, das stimmt. Und schick's wieder weg. Musstest so lachen gestern bei der Story mit meiner Frau, das die am Galgen gar nicht. Ging. Möchte hier bleiben. Hört? Ach, Herr. Schorsch, du grüßt dich. Willst du auch mal raufsitzen? Ja. Aber man sitzt ja gut drauf, ne? Ja, ist nur ein bisschen Dürre. Ja, da musst du mal was essen geben hier. Ein bisschen mal, Dürre ist. Da siehst du ja schon die Knochen. Aber ist auch trainiert, Papa. Guck mal, Muskeln. Das stimmt. Ja, dann schick es weg, Junge. Lass es frei. Nimm die Zügel wieder ab. Das Seil. Ja. Ja, würde ich ja gern. Achso, ja, lass es stehen. Ja. Ist auch verbuggt. Ich glaube, da muss man Server neu starten ran. Ja, ja, an der Ranch da, ne? Hm. So. Wow. Schön, hast du gut gemacht, mein Sohn. Ich bin stolz auf dich. Da, 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 da. So, der Papa hat die Tasche voll, Sohn. Okay. Oh, es wird schon wieder dunkel, ne? Ja. Lass uns mal ein schönes Plätzchen suchen. So. Ja, können wir machen. Gehen wir heute Abend alles verkaufen, ne? Ja. Das hast du richtig schön gemacht, Junge, mit dem Pferd. Ja, ich habe gedacht, das schaffe ich jetzt diesmal. Siehst du, und du hast es geschafft, ne? Und auf einmal hat es einfach geklappt, weißt du? Ja. Ja. Was hältst du hier von der Wiese? Sie ist ein bisschen murmelig. Also hier nicht, oder was? Vielleicht ein bisschen da, wo es ein bisschen mehr gerade ist. Dann roll ich im Wagen wieder um auf eine Seite. Ach so, ja. Du musst auf der Kutsche sitzen und dann. Ja, ich glaube auch nicht, dass es funktioniert. Also. Okay, Junge. Ja. Und wie soll ich jetzt im Wagen schlafen, Papa? Dankeschön. Was? Wie soll ich denn jetzt im Morgen schlafen? Ja, das ist, Komm, wir legen uns... Wir mich ja die Wölfe an. Komm, wir legen uns einfach hier hin, Junge. Aber wir wollen... Das wusste ich nicht, dass das dann trotzdem funktioniert. Dankeschön. Dankeschön. Okay.
Junge, schlaf gut. Ja, schlaf schön. Bis gleich, Papa. Mein Sohn. Natürlich. Mutter? Hä? Bist du ein komplett irre? Hallo? Hä? Willst du mir sagen, dass du von hier nicht das Tier treffen tust? Was? Ist nicht dein Ernst, oder? Wie, was? Warte mal. Warte. Bleib mal weg. Junge, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Oh, du steht ja wieder auf. Ja, das sind Zombies. Hast du gesehen? Ja, natürlich habe ich das gesehen. Das ist totgegangen und wieder aufgestanden, Papa. Ja, das sind Zombie-Rehe. Hast du gesehen? Naja, natürlich habe ich das gesehen. So. Aber guck mal, die kannst du streicheln. Die kannst du richtig streicheln jetzt. Ja. Komm. Tim. Server weg, pass auf. Also mit denen lege ich mich nicht nochmal an. Nee, komm, lass uns abhauen mit den scheiß Rehen. Mit denen stimmt irgendwas nicht, Papa. Mit wem? Mit den komischen Tieren da. Wieso? Ja, der hat mir einmal in die Augen geguckt und dann hatte ich das Gefühl, ich war plötzlich ganz woanders und dann war ich in einem anderen Welt. Ist das so, mein Sohn? Ja. Ja, wahrscheinlich sind die Rehe verhext worden von der Frau Busch. Ja. Eine Frau Busch? Ja. Die Seherin da. Ja. Das könnte sein, mein Sohn. Das ist gefährlich. Ja, das stimmt. Darum hauen wir jetzt auch hier ab. Ja, schnell weg. Ja. Oh. Was ist? Da war ein Stein. Hier? Nee. Ja. Oh. Crank, seit wann spielst du wieder AP? Ich freue mich schon auf die neue Kutsche, Papa. 2 Wochen? Ja, ich mich auch, mein Sohn. Die ist total schön. Grüß dich. Die neue Kutsche wird richtig schön, das stimmt. Ja. Ja. Da hast du recht, mein Sohn. Kann man auch richtig reingehen, die mit dem richtigen Laden, weißt du? Ist das wirklich so? Ja, hast du nicht gesehen? Nee, hab ich nicht drauf geachtet. Hinten? Ja. Da, wo wir jetzt unseren Plan haben? Ja. Da war eine kleine Türe und dann kannst du da in den Wagen reingehen, wie in so einen richtigen Kaufladen. Nee, wirklich? Guten Tag, Sir. Ja, hab ich gesehen. Hab ich nicht gesehen, wa? Ich schon. Auf der linken Seite war eine Türe. Oh, okay. Jason, grüß dich, wie geht's dir? Wie geht's dir, Crank? So, fahren wir jetzt Zeug verkaufen, ne? Da in Ennsburg, da. In Ennsburg, ja. Ja. Aber vielleicht ist die neue Kutsche ja auch eher da. Das Pferd sollte ja auch dein dickes Pferd da. Das 2 Tage und nach einem Tag war schon da. Nach einem Tag war schon da, ne? Oh, es ist aber ein schönes Pferd. Oh. Aber Geld haben wir. Daran sollte ja nicht liegen. Was ist? Manchmal zweifle ich an meinem Gehirn. Wieso war das denn jetzt schon wieder? Manchmal passieren Dinge. Was für Dinge, Sohn? Guck mal, ich hab da gerade auf den Schienen total schöne Pferd gesehen. Ja? Und dann hab ich einmal geblinzelt getan getut. Und im nächsten Moment war das Pferd weg und dann stand da ein haariger Mann. Ist das so? Ja. Oh, ey. Ja. Anne, grüß dich, wie geht's dir? Flubben! Palmenblatt. Alles ich fit. Muss ein bisschen von meinem Mond wieder knabbern tun. Ja, du musst meinen Alkohol aus dem Kopf lassen, Junge. Ich nehme keinen Alkohol, ich nehme nur Mond. Ja, und auch noch nie nicht so viel. Hab ich gar nicht gemacht. Nur heute Nacht ganz heimlich mal. Ja. Na, sonst hätte ich nicht schlafen können. Ach so, fängt das bei dir jetzt schon so an? Ja, ich war so aufgeregt. Also ich eigentlich nicht, aber der kleine Indianer hat die ganze Nacht gewunken. Was hat der gewankt? Gewunken hat gewunken. Er. Gewunken? Ach so. Ja. Ich schwing dir gleich auch mal eine rechts und links ins Gesicht. Mit dem Indianer? Nein, nicht mit dem Indianer, mit meiner Hand. Ach so. Ich wollte gerade sagen, Papa, jetzt hol mal nochmal Schluss. So, jetzt fahren wir mal hier ran. So.
Es wird mich gleich sehr dunkel. Siehst du das hier? Wie dunkel. Links, guck mal da, wie dunkel das ist. Meinst du das jetzt? Ja. So, komm, Papa muss Pipi. Ist sag schon. Denn jetzt dunkel? Connor, grüß dich, wie geht's dir? Gerrit, du altes Ferkel. Was ist? Ist ja wohl normal in dem Alter, oder? Gaunerle. Na Gott Gaunerle, sei Dank kann man dir? So Kim, bald. Grüß dich. Was sagst du? Gott sei Dank kann man so bald, Papa. Ja. Was ist? Nix. Hast du was zu sagen, Piefke? Nö. Ja. So. Hab ich sie ja wieder. Ja, Papa ist wieder. Ich bin einfach hier geblieben, hab weiter gepinkelt. Ja, komisch, ne? Ja. Komm. Fährst du? Jop. Dann haben wir ein kleines Ei vorher noch essen. So. Ja. Ja, Papa muss auch mal was essen, warte mal. Oh. Okay, und was trinken? Ja, fahr los. Ja, kann ich vielleicht vorher noch mal kurz auf meine klappende Karte gucken, Papa? Ja, das kannst du, mein Sohn. Dankeschön. So. Oh, was? Oh, gut. So. So. Gerrit, hast du gelesen? Nee, warte. Warte. So. Ja, pass auf. Nicht, da war eine Beule in der Straße. Ja. Wir fallen doch nicht um, Papa. Ach so. Glaubst du, du sprichst hier mit einem Lion? Mit dem Lion? Nee, mit einem Lion. Ach so. Du meinst nicht den Freund der Frieda? Wie bitte? Hast du das mitgekriegt gehabt? Was? Wie die sich geküsst haben? Haben die gar nicht gemacht. Doch, Frieda, an der Scheune. Die Frieda küsst nicht. Papa, doch. Du bist ein Lügner. Ja, was hältst du denn hier wieder an? Nee, du bist ein Lügner. Warum sagst du sowas? Du empfindest doch eh nichts für das Mädchen. Nee, aber du musst doch keine Lügen tun erzählen. Ich meine, ich hätte die gesehen. Doch, du hast ja nichts gesehen. Gar nichts. Quickly, wie geht's dir? Teak. Lion, wo ist ein Löwe? Was? 81. gegrüßt. Gibst du das den Weg ein, doof. Um Timmy zu kontrollieren? Nee, aber manchmal fährt er auch ein bisschen komisch. Ne? In eine andere Richtung. Und, ja. Bobby Marlene, na? Nein, die hat gar nicht geknutscht mit dem. Ja, das weiß ich ja. Warum sagst du denn sowas? Ich wollte gucken, ob du noch was für die empfindest. Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun. Ach so. Ja. Aber du liebst ja jetzt die Marie. Ich lieb gar niemanden. Ne? Hast dich ausgeliebt? Ja. Ach so. Ja. Ach so. Will ich nicht drüber reden. Ne? Nein. Mit Papa kannst du alles anvertrauen, das weißt du ja. Ne? Ja, damit du wieder Mumpels erzählen kannst.